Es war spät in der Nacht, als Henry in der Dimension bei Alana auftauchte. Nur noch wenige Bewohner waren auf den Straßen zu sehen. Henry nahm es positiv wahr, dass von ihm keiner Notiz nahm. Als er Alana erkannte, ging er zielstrebig auf sie zu. Es hörte sich sehr dringend an, was ist passiert. In der Tat. Was weißt du über eine Spezies, die sich selbst Vorikander nennt? Ich weiß, dass sie hinter dem Sektor der Sugoks und Saidurs ihre Heimatwelt haben. Die Vorikander haben beide Welten Sugoks und Saidurs vernichtet. Danach kamen sie nach Durox. Bei allem Heiligen. Wurde Durox auch vernichtet? Nein, wir hatten Glück. Durch einen Zufall, du kannst es auch durch die Fügung des Schicksals nennen, haben wir ein Schutzprotokoll entwickelt für den Planeten. Wenige Parsec, bevor die Flotte der Vorikander eintraf, wurde das Sarana-Protokoll aktiv. Nur unter großen Mühen konnten wir die 6 Kampfschiffe der Angreifer eliminieren. Dir ist klar, dass sie ab jetzt immer mehr Schiffe schicken werden. Sugoks und Saidurs haben sich ruhig verhalten in der Hoffnung, dass sie nicht angegriffen werden. Sie wussten also von der bestehenden Gefahr? Ja, so ist es. Ich habe die Gedanken dieses Captain, der den Angriff geführt hat, gelesen. Er fühlte sich vollkommen im Recht, das Leben auf den ganzen Planeten zu zerstören. Er hatte nicht einmal Schuldgefühle, dass er schon so viele Welten zerstört hat. Ich möchte aber nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Das wäre keine Strafe für Sie. Was hast du im Sinn? Den Effekt eines elektromagnetischen Impulses, der jedoch dauerhaft auf dem Planeten wirkt. Es muss unmöglich für Sie sein, auch nur die kleinste technische Anlage zu bauen, die auf Elektronik basiert. Weil Sie nicht mehr in der Lage sind, eine gleichbleibende elektronische Frequenz zu erstellen. Du möchtest sie also wieder auf einen vorgalaktischen Stand zurücksetzen. Es bringt die vergangenen Völker, die sie ausgelöscht haben, nicht wieder, aber sie werden nie wieder eine Gefahr für die Galaxien sein. Ich nehme an, du möchtest jetzt von mir entsprechende Hilfe, um dein Vorhaben umsetzen zu können. So in der Art habe ich mir das gedacht. Der Galaktische Rat, dem einst die Xoloks vorstanden, hatte jegliche technische Vorrichtung, die dies ermöglicht, verboten. Es gibt kein Schiff, das nie gebaut wurde, das möglicherweise, wenn es geben würde, im Inneren eines Asteroiden versteckt ist. Diese Annahme ist natürlich nur rein hypothetisch. Es ist ja verboten, so eine technische Vorrichtung zu bauen. Ich bin froh, dass du deinen hypothetischen Gedanken mit mir geteilt hast. Grüße mir bitte deine Freundin Sirius. Danke, Alana, das werde ich tun. Henry hatte verstanden. Alana durfte es nicht offen sagen, aber sie hatten ein Schiff gebaut, das es ermöglichte, die Heimatwelt der Vorikander in eine Phase der Entwicklung zurückzuschieben, in der für sie noch keine Raumfahrt möglich war. Alana hatte ihm sogar einen Hinweis gegeben, wo Henry nach dem Schiff suchen musste. Henry rief gleich nach seiner Ankunft alle KI zu sich. Was er jetzt suchte, musste schnell gefunden werden. Er brauchte die volle Prozessorleistung aller KI. Es ist sehr abstrakt, was ich euch jetzt versuche zu erklären. Wir suchen ein Schiff, das in der Lage ist, auf Dauer die elektromagnetische Frequenz auf einem Planeten so zu verändern, dass keine Elektronik mehr möglich ist. Das alleine schon hört sich verrückt an. Aber offenbar wurde dieses Schiff im Sirius versteckt. Ein solches Schiff ist eine Gefahr für alles Elektronische. Wozu wurde das Schiff gebaut? Es hat nur einen einzigen Zweck, ein aggressives Volk, das interstellar eine Gefahr ist, auf seinen eigenen Planeten zu verbannen. Egal, wer es in Besitz hat, ist in der Lage, jedes beliebige Volk an der Entwicklung der Raumfahrt zu hindern oder sogar zu vernichten. Ich denke, Alana hat bewusst uns dieses Schiff übergeben. Wer außer uns, die wie wir positronisch unsere Gedanken speichern und verarbeiten, ist in der Lage, dieses Ausmaß zu verstehen? Ein biologisches Wesen wird niemals in der Lage sein, zu verstehen, welche Macht und welches Verderben dieses Schiff bringen kann. Dann sind wir uns einig. Offiziell gibt es dieses Schiff nicht. Jeglicher Besitz wird abgestritten. Dieses Schiff muss einen eigenen taktischen Zustand haben. Was ist, wenn jemals unser Teleportersystem oder unser taktischer Zustand von einer anderen Spezies durch welchen Zufall des Lebens auch immer annektiert wird? Dann könnte man mit diesem Schiff die ursprünglichen Gegebenheiten wiederherstellen. Ist das jetzt der Moment, an dem ein geheimer Bund den Schutz für alle übernimmt? Diesen Gedanken verwerfen wir aber ganz schnell. Wir haben das Schiff. Wir schützen das Schiff. Das letzte Wort hat der Admiral.
In erster Linie geht es darum, dass wir einen Zustand wiederherstellen, der schon lange hätte wiederhergestellt werden sollen. Die Vorikander sind ein zutiefst paranoides Volk. Sie sehen hinter allem und jedem einen Angreifer auf ihr Volk. Das würde ich noch verstehen bei planetaren Verteidigungsanlagen, aber gezielt einen Planeten zu zerstören, weil er vielleicht eine Gefahr darstellen könnte. Zunächst müssen wir das Schiff finden. Ich nehme an, es besteht nicht aus den üblichen Materialien. Es müsste aus isolierenden, nicht leitenden Komponenten bestehen, zumindest was die Außenhülle angeht. Wir können jetzt aber nicht eine Unmenge an Schiffen losschicken. Dann fällt es auf, dass wir etwas suchen. Wir werden einen Phantomtunnel öffnen, dessen Ausgang in der Nähe des Sirius-Nebel ist. Dann werden wir Drohnen durchschicken, die ihrerseits einen Phantomtunnel hierher öffnen können. Sobald sie das Schiff gefunden haben, werden sie einen Tunnel zu uns öffnen. Auf diese Art und Weise haben wir Verenas Agenten zu uns geholt. Es ist nur einen Moment lang ein seltsamer körperlicher Zustand. Mehr nicht. Dann lasst uns anfangen. Um keinesfalls innerhalb des Schwarms aufzufallen, wurde alles Weitere im Kern von Verena bewerkstelligt. Zum Kern der KI haben nur die KI und der Admiral selbst Zugang. Tara, was sagen die Anzeigen? Wir haben fast die Spannung erreicht. Claudia, kannst du bitte noch das Spannungsfeld bei dir um den Faktor 5 erhöhen? Ja, das kann ich machen. Ich justiere etwas nach. Pepper, du kannst den Tunnel aktivieren. Ich initialisiere den Tunnel. Der Tunnel öffnet sich. Die Drohne wird gestartet. Die Drohne konnte gerade noch einem dieser großen Asteroiden ausweichen. Sie begann mit ihrer Suche. Währenddessen bereiteten sich die KI und Henry auf den Außeneinsatz vor. Admiral, Ihre Anwesenheit in meinem Kern ist angezeigt. Ich bin unterwegs. Wenige Parsec später im Kern der KI. Hat die Drohne etwa schon etwas gefunden? Ich bin einfach davon ausgegangen, dass die Spezies von Alana sehr groß gewachsen ist und sie deswegen mit Sicherheit kein kleines Schiff bauen. Ferner muss das Schiff interstellare Reisen bewältigen. Dann blieben für die Drohne nur wenige Kandidaten der Asteroiden übrig. Stimmt, du hast recht. Wäre es möglich, dass du uns nicht so lange auf die Folter spannst? Admiral, Sie müssen wissen, Tara hat es uns auch noch nicht gezeigt. Tara, dann beginne mit deiner Premiere. Wow, Onarianer machen keine halben Sachen. Aus welchem Material besteht das Schiff? Ich versuche das gerade selber zu verstehen. Ich sehe Bestandteile von Perlmutt, Chitin, geschmolzenen Quarz und etwas, das unseren positronischen Systemen sehr nahe ist. Ich bin versucht zu sagen, das Schiff lebt. Eine KI? Leute, bleibt mal auf dem Boden. Wir sehen hier nur die ersten Messdaten. Sagen wir so, es ist ein außergewöhnliches Schiff. Es wird voller Überraschungen stecken. Dieser Ausblick ist atemberaubend. Solche Momente zu erleben ist wunderschön. Ich bekomme keinen Zugang. Alana hätte uns einen Key geben müssen. So gut wie ich in der Zwischenzeit Alana kennengelernt habe, wird der Zugang zu diesem Schiff mit unserem Admiral zu tun haben. Individuum, Mensch, Telepath, der Überbringer. Das System wird aktiviert, der Zugang wird gewährt. Verena, du hattest recht. Wir dürfen gespannt sein. Wie ist so etwas möglich? Pepper, das versuche ich gerade zu verstehen. Glas. Sollen wir die Schuhe ausziehen? Onarianer. Also das Erste, was ich hier verändern würde, wäre hier ein Geländer. Dieses Schiff war aus Materialien gebaut worden, die man normalerweise für ein Raumschiff nie verwenden würde.
Als Henry und seine 4 KI die Brücke betraten, schwiegen sie ehrfürchtig. Die Unmenge an Glas, die für den Bau dieses Raumschiffes benutzt worden war, war beeindruckend. Plötzlich erscheint ein Hologramm vor den 5 Forschenden. Ich grüße dich, Henry, und deine Begleitung. Dies ist eine Aufzeichnung, die nur dann abgespielt wird, wenn das Schiff deine DNA erfasst hat. Wir Aunarianer sind ein zutiefst pazifistisches Volk. Es gilt als absolut verwerflich, eine Waffe zu ersinnen und zu bauen. Es gibt jedoch eine kleine Gruppe in unserer Gemeinschaft, die nicht bereit ist, sehenden Auges ins Verderben zu laufen. Aufgrund deiner bisherigen Taten und Problemlösungen bist du der Einzige, dem ich zutraue, weise und verantwortungsvoll mit diesem Kristallschiff umzugehen. Aura ist ein lebendes, denkendes und fühlendes Schiff. Und dennoch ist Aura nur für dich entworfen worden. Hier zentral in der Mitte ist die Steuerung, von der aus du alles alleine bedienen kannst. Die 4 Stationen, 2 zu deiner Rechten, 2 zu deiner Linken, sind dafür gedacht, dass deine Begleitung dich unterstützen kann, wenn du Ruhepausen brauchst. Zu was Aura alles in der Lage ist, wird sie dir selbst mitteilen, wenn du es benötigst. Es versteht sich von selbst, dass Aura niemals in andere Hände kommen darf. Ich denke, du verstehst jetzt, warum du dermaßen verändert worden bist. Kaum war Henry in die Mitte des Pilotenstands getreten, spürte er die telepathische Gegenwart von Aura. Ich bin Aura. Auf diesen Moment habe ich mich lange gefreut. Ich bin Henry, aber das weißt du schon. Deine Gegenwart ist angenehm. Ich weiß nicht, wie sich Alana das vorgestellt hat. Ich meine mit uns beiden. Vergiss nicht, du kannst meine Gedanken lesen. Ich kann deine Gedanken lesen. Ich weiß, dass dein Herz nur einer einzigen Person gehört. Uns beide verbindet eine Aufgabe. Sehr gut, du kommst auf den Punkt. Zu mir spricht Alana nur in Rätseln. Ich war einst ein Mensch. Was bin ich heute? Seit vielen Generationen kommt über diesen Teil der Galaxie immer mehr Unrecht. Alana und ihr Volk waren einst die Wächter über Recht und Unrecht. Jedoch hat einer aus ihrem Volk eine Bestrafung vorgenommen, die so nicht hätte sein sollen. Seit dieser Zeit lehnen die Aunarianer jegliche Gewalt ab. Was wiederum bedeutet, dass das Unrecht sich immer mehr verbreitet hat. Dann hätte es diese Übergriffe der Vorikander niemals gegeben? So ist es. Wenn du das schon alles weißt, warum ich? Du bist listig, aber nicht gewalttätig. Es widerstrebt dir eben, diese Gewalt auszuüben, die damals zu dem Konflikt führte. Dann lass uns zum Heimatplanet der Vorikander reisen. Ja, lass uns unserer Bestimmung folgen. Henry war sich sicher, hätte man ihm diese Aufgabe angeboten, er hätte dankend abgelehnt. Ja, er war wütend, aber nicht wütend genug, um Alanas Welt oder Alana selbst etwas anzutun. Als Henry Alana um Hilfe gebeten hatte, wollte er nur eine dauerhafte Lösung, dieses paranoide Volk der Vorikander an ihren Heimatplaneten zu binden. Jetzt mit dieser Macht ausgestattet, hatte er Zweifel, ob es richtig ist, diese Welt dauerhaft zu bestrafen. Aura bemerkte den Zweifel in Henrys Gedanken. Sie schwieg dazu. Alana hatte recht gehabt. Wenn jemand eine Aufgabe unbedingt haben möchte, dann ist er der Falsche. An der Heimatwelt der Vorikander. Aura setzte sofort eine Apparatur frei, die jegliche Elektronik außerhalb des Kristallschiffs abschaltete. Volk von Vorikander, ihr werdet hiermit bestraft für die Dauer von 100 Generationen. Euer Vergehen an anderen Planeten und Völkern muss gesühnt werden. Nicht die anderen sind der Feind, ihr seid selbst der Feind. 100 Generationen? Du hattest erst vor, für immer. Ja, das stimmt. Das war, bevor mir bewusst wurde, was für immer bedeutet. Unbemerkt vom Schwarm positioniert sich das Kristallschiff über Durox. Die einzigen, die wussten, was wirklich passiert ist, waren die KI des Schwarms. Für all die anderen war Henry nur bei Alana gewesen, als er von Beatrice gefragt wurde, was jetzt mit den Vorikandern passieren soll, antwortete Henry. Die Aunarianer haben sich darum gekümmert.